So, hallo und willkommen zu dem Spiel Eintracht Bonn gegen SC Energie Leipzig. Hier am Freitagabend um 18 Uhr. 18.30 Uhr, tut mir leid. Hab's nicht so mit den Uhrzeiten. Ja, beide Teams sind bereit und ich hoffe, ihr seid es auch, denn das Spiel kann gleich beginnen. Hier am 25.08. um 18.30 Uhr. Ja, hier die Aufstellung von Eintracht Bonn. Nissen, Genk und Schröder vorne. Schröder jetzt mal von Anfang an dabei und nicht Osman. Und hier bei Leipzig spielt, soweit ich es gesehen habe, Lösche zum ersten Mal von Anfang an. Mal sehen, wie es so funktionieren wird. Das Spiel, das kann beginnen. Und Eintracht Bonn stößt an von links nach rechts. Hier in den orangenen Trikots. Und Eintracht Bonn in den lila Trikots. Von rechts nach links. Jetzt hier Ismail. Ja, die Frage ist, wer wird hier dieses Spiel gewinnen? Der 7. gegen den 12. Ja, Eintracht Bonn ja ganz knapp vor Viktoria Hagen. Und es läuft schon mal sehr gut hier für Eintracht Bonn. Also so kann es weitergehen. Nur der Ball muss dann halt auch ins Tor. Jetzt Nissen. Nissen ein sehr, sehr wichtiger Spieler hier für Eintracht Bonn. Jetzt Schröder. Nee. Das ist viel Tumult und jetzt hat Bob Stern den Ball sicher in den Händen. Unwind am Ball. Auf Patrick Held. Und Nissen. Gang. Ja, so wird das nichts. So kann man die Abwehr nicht überlisten. Bob Stern jetzt erstmal am Ball. Natur auf Held. Und Unwin. Aber Michaelis. Michaels. Tut mir leid. Und Nissen. Nissen jetzt hier auf Schröder. Aber der Keeper war da. Schröder jetzt noch einmal. Ja, Schröder wird hier diesmal von Anfang an eingesetzt und der will hier direkt mal den Trainer dafür, sich beim Trainer dafür bedanken. Nur der Abschluss, an dem muss er noch arbeiten. Aber er hat ja noch Zeit. Jetzt hier Bergmann am Ball. Und Patrick Held, aber nein. So wird das leider nichts. Aber naja. Eintracht Bonn. Im ersten Spiel haben sie ja gegen den FC Renetopia verloren. Dann lief es ja recht gut. Sind jetzt auf dem 7. Platz. Das wäre am Ende der Saison, wenn es so bleiben würde, der Relegationsplatz und sie würden dann gegen den 10. Platzierten der ersten Liga antreten. Von daher, mal sehen. Mal sehen. Und Hund am Ball. Ja, weiter Ball, aber Ismail hat den. Kosovui. Und Schröder. Ja, jetzt hier vielleicht über die rechte Seite. Vasilev. Jetzt hier wieder Schröder. Schröder in die Mitte. Genk. Ah, ganz knapp am Tor vorbei. Beziehungsweise der Winkel war etwas zu spitz. Beziehungsweise er hat ihn einfach neben die Kiste gehämmert. So knapp war es jetzt letztendlich doch nicht. Aber
Hätte er ein bisschen weiter nach rechts geschossen, dann wäre der Ball auch locker drin gewesen. Dank des Innenpfostens, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber naja, es ist nichts passiert. Von daher steht es immer noch 0-0. Jetzt hier Ehren am Ball. Und Fotu, der Kapitän von SC Energie Leipzig. Jetzt Patrick Held auf Ismail. Dieser spielt hier auf Tour, aber ne. Bin Abdullah am Ball. Und Kosovoi. Jetzt hier wieder ein schöner Doppelpass hier mit Schröder. Schröder in die Mitte, aber Nissen kam noch nicht am Ball. Aber Ufuk! Ja, Bob Stern macht es dann noch riskant und hätte den Ball sich selbst noch fast hinter die Linie gehauen, als er aufstehen wollte. Aber naja, Ismail jetzt, ja, aber Michels war da im Weg. Und so konnte der rechte Verteidiger den Ball ganz einfach nochmal vor der Linie sich schnappen. Und jetzt ist Eintracht Bonn hier am Ball. Ja, weiter Ball hier wieder über Schröder. Also man merkt hier den Spielplan von Eintracht Bonn, aber so wird das nichts. Da müssen sie in der zweiten Hälfte etwas mehr bringen. Und Patrick Held auf Lösche. Patrick Held auf Tua und am Tor vorbei. Deswegen steht es hier zur Halbzeit 0-0. Mal sehen, wie es weitergeht. Zweiten Hälfte. So, zweite Hälfte beginnt. SC Energie Leipzig mit dem Wiederanschuss von links nach rechts. Und mal sehen, wie die zweite Hälfte jetzt so aussehen wird. Ja, Leipzig wollte hier erstmal ein schnelles Spiel draußen machen. Aber Patrick Held kam da nicht an den Ball, weswegen Hund jetzt hier den Ball weghauen konnte. Beziehungsweise weswegen Hund einen Abstoß bekommen hat. So, Bob Stern. Ja, Patrick Held gewinnt das Kopfballduell gegen Michels. Jetzt hier Ehren. Auf Ufuk Genk. Jetzt hier der Ball über Nissen. Flanke in die Mitte, Genk am Tor vorbei, am Tor vorbei. Manometer. Das sind hier ja schon ziemlich gute Spielzüge von Eintracht Bonn, aber es reicht nun mal nicht. Es reicht nicht für den Treffer. Bitter. So, Foto am Ball. Natürlich bringt es nichts, wenn du halt vorne die ganze Zeit Chancen hinter Chancen bekommst und keine einzige wirklich verwerten kannst. So gewinnst du halt auch keine Spiele. So, jetzt hier Eintracht Bonn mit dem Einwurf. Schröder am Ball. Vasilev. Ja, schöner Hakenpass auf Bin Abdullah. Und jetzt der Ball hier auf Schröder. Ah, Ho Jin Song und Ismail. Ja, Herz auf Ehren. Ja, und jetzt hier der Ball auf Patrick Held. Einwurf für Eintracht Bonn, würde ich jetzt behaupten. Ja, okay. SC Energie Leipzig wechselt jetzt Schlawin für Tour ein. Und nee, Einwurf für Leipzig. So, mal sehen. Flanke hier in die Mitte, aber Schlawin kam dann nicht an den Ball. Der Torwart konnte ihn also ganz einfach aus der Luft pflücken. Von daher Eintracht Bonn jetzt hier mit dem Ballbesitz. Ja, okay. Einwurf für SC Energie Leipzig. Also Bonn lässt hier ein wenig nach. Navarro kommt hier für Ismail.
Und Navarro am Ball. Kirchner. Jetzt zieht der weite Ball hier auf Schlawin. Oh, nicht gut gemacht von Michel. Schlawin jetzt hier am Ball, aber nee, es gibt hier den Eckball. Manometer. Da hat die Abwehr von Bonn gepennt. Und jetzt die Chance für Leipzig. Flanke in die Mitte. Kopfball. Nein, Kirchner immer noch am Ball. Und jetzt Unwin. Schön gemacht hier vom Keeper, der hier seine Mannschaft nochmal davor bewahrt, einen Gegentreffer zu bekommen. Kirchner. Foto. Ja, schöner weiter Ball jetzt hier Navarro. Und das macht Leipzig gut, aber nicht gut genug. Von daher kann Hund ihn ganz einfach aufnehmen. Und somit die Gefahr bereinigen. Bin Abdullah am Ball. Bin Abdullah auf Nissen. Oh, und jetzt gibt's den Eckball. Und eine Auswechslung. Vasilev geht runter. Tach, 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 Tach kommt rauf. Osman kommt für Schröder. Und Hoxer jetzt hier auf Gang. Mann, Mann, Mann. Er bekommt Chancen hinter Chancen und er nutzt keine einzige. Und jetzt, ja, Michels verliert das Kopfball durch Schlawin. Bergmann schön nochmal vor der Linie geklärt, aber Zach jetzt hier am Ball. Osman. Weit auf Gang. Ah, Gang kommt da nicht an den Ball. Manometer. Und Put am Ball. Auf Kirchner. Ja, jetzt Unwin. Flanke und es gibt hier einen Eckball. Eckball hier für die Gäste. Ja, in der Mitte, da ist eine riesen Lücke, aber ja, Hund hat die Lücke gesehen, geht dahin und wusste, wohin die Ecke hingehen sollte, nämlich in diesen freien Raum. Jetzt hier. Oh, Osman, schön gemacht! Schön gemacht! Und, oh nein! Das ist doch nicht dein Ernst! Das ist doch nicht dein Ernst! Schön nachgesetzt! Und dann, den hätte er reinmachen müssen! Von mir aus, nimm auch den linken in dieser Situation, aber Manometer! Da haut er den Ball neben die Kiste. Und jetzt Genk auf Osman. Vielleicht jetzt hier wieder Osman. 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 Und da ist er drin. Da ist er drin. 90. Minute. Und Osman macht das 1:0. Der Joker. Manometer. Was ist denn das hier für eine Schlussphase? Da hatte er gerade die Chance bekommen und ich dachte, die bekommen hier keine Chance mehr hier in diesem Spiel. Aber dann kann er diesen Fehler wieder gut machen und erzielt hier doch noch den Treffer. Und ja, Nissen wäre auch noch da gewesen, von daher, ja, den mussten sie einfach machen. Also, Da gab es keine andere Option. So, jetzt. Eintracht Bonn führt 1:0. 5 Minuten Nachspiel. Ich weiß nicht wofür. Ich weiß gar nicht wofür. 5 Minuten Nachspielzeit gibt's hier. Ja, Nissen spielt den Ball zurück auf Hund. Der ihn jetzt hier weit nach vorne haut. Ja, Tags. Schön nachgesetzt hier wieder der Ball auf Osman. Wieder der Ball auf Osman. 93. Minute. Tasch jetzt hier. Nein. Ja, aber ich glaube, das war's hier. Das Spiel endet, glaube ich, mit dem 1:0. Und ja, das Spiel endet 1:0. Eintracht Bonn gewinnt. Letztendlich auf jeden Fall verdient. Aber sie hätten hier deutlich höher gewinnen müssen. Sie haben viele Chancen liegen gelassen. Letztendlich haben sie gewonnen. Das ist das, was zählt. Wir sehen uns morgen wieder um 13 Uhr. Ciao, Leute. Und haut rein.